Champagner und Wodka aus Russland. Zu den Ländern, die zwar gucken, was die Russen machen, sich aber stärker gen Westen orientieren, gehört inzwischen Moldawien. Das Geo-Estland ist wie die Ukraine und Weißrussland auch Mitglied der östlichen Partnerschaft, die die Europäische Union in diesem Jahr ins Leben gerufen hat. Seit 18 Jahren ist Moldawien schon unabhängig von der Sowjetunion. Dass der Kommunismus bisher trotzdem eine große Rolle spielte, war vor allem dem Präsidenten Wladimir Voronin zuzuschreiben. Der musste nun, nachdem tausende Menschen in Moldawien auf die Straße gingen, abdanken. Vor allem die jungen Leute haben lautstark gegen Voronin und seine Politik demonstriert. Aus der Kampagne »Ich bin kein Kommunist« wurde quasi über Nacht eine regelrechte Protestbewegung. Mit Lautsprechern und Transparenten auf dem Weg nach Westen. Seit 6 Jahren kämpft Oleg Breger mit seiner Organisation Hyde Park auf Moldawiens Straßen. Sie protestieren gegen Vetternwirtschaft und alte Sowjetkader und dafür, dass Schluss ist mit der engen Bindung an Moskau. Der Geheimdienst soll nicht mehr für die Parteiinteressen arbeiten und nicht mehr gegen die Demokratien und den Menschen. Sie sollen für die Gesellschaft sein, für die Demokratie, für die Europäisierung. Aus Europa kommt der Impuls, die KGB-Akten zu veröffentlichen. Das wollen wir auch. Wir wollen aufräumen. Auf der Straße offen seine Meinung sagen, noch vor ein paar Monaten undenkbar. Die Moldawier konnten so viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte lang während der sowjetischen Zeit beobachten, dass die Bürger die Initiative zeigten, die öffentlich auftraten, wegen ihrer Meinung verfolgt wurden. Viele haben immer noch Angst, auf die Straße zu gehen. Doch die junge Generation traut sich. Gennadi Breger, Olegs Bruder, hat im April geholfen, eine Revolution anzuzetteln. Denn nach dem Sieg der Kommunisten war die Wut größer als die Angst vor der Polizei. Ich persönlich habe mir gedacht, 8 Jahre kommunistische Regierung, das ist genug. Ich war ja ohnehin entschlossen, dieses Land zu verlassen, aber noch weitere 4 Jahre eine kommunistische Regierung, das wäre zu viel für uns gewesen. Dann habe ich mir gedacht, zumindest einen Flashmob können wir machen. Per SMS und mit Online-Netzwerken wie Facebook und Twitter verbreitete er mit Freunden den Aufruf zum Flashmob. Die Twitter-Revolution, der Frust der jungen Generation, entlud sich mit Macht. Ihr Protest konnte fast live über das Online-Tagebuch Twitter mitverfolgt werden. Die Polizei formiert sich. Über 10.000 Demonstranten halten ihre Stellung vor den Regierungsgebäuden. Die Tür des Präsidentensitzes ist offen. Die Polizei setzt Tränengas gegen die Demonstranten ein. Der Sitz des Präsidenten und das Parlament brennen. Trotz der Dunkelheit sind die Demonstranten immer noch auf der Straße. Die Brutalität der Polizei traf auch die, die friedlich protestierten. Viele fürchteten ein Blutbad. Als die Polizei am nächsten Tag eine Hausdurchsuchung bei uns gemacht hat, war ich so erschrocken, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Wenn mich der Polizist nicht gerettet hätte, wäre ich fast gestorben. Ich dachte, fertig, aus mit der Demokratie. Ich dachte, wir sind jetzt ein zweites Weißrussland geworden und Voronin wäre der zweite Lukaschenko. Aber es passierte das Gegenteil. Präsident Voronin trat am 11. September zurück. Ein Regierungswechsel nach 8 Jahren Kommunismus. Doch statt Euphorie herrscht weiterhin Ratlosigkeit. Moldawien gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Die schmerzhafte Armut lähmt das Land. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 185 Euro pro Monat. Wer kann, der geht. Vor allem die Jugend. Mir gefallen das Land und die Stadt ziemlich gut, aber ich wünsche mir, ins Ausland zu gehen. Unser Uni-Abschluss ist in Europa nicht anerkannt. Und wenn wir hier bleiben, haben wir keine Aussichten auf Arbeit. Wir sind die Zukunft des Landes. Und wenn wir sagen, wir wollen hier nicht mehr bleiben, was passiert dann? Denn wenn wir fliehen, bleiben die Alten. Die Alten sterben. Und was bleibt dann? Das Land verschwindet. Und damit das nicht passiert, kämpfen sie gemeinsam. Generationenübergreifend. Oleg Breger ist dafür bei einem Mitstreiter untergeschlüpft, dem 72-jährigen Leon Biku. Und
Selbst in der ärmlichsten Bleibe ist der Laptop immer mit dabei. In einer Stunde treffen wir uns auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude. In den vergangenen 2 Jahren war Oleg mit seiner Organisation Hyde Park illegal im Untergrund aktiv. Jetzt nutzen sie ihre neue Freiheit, treiben die pro-westliche Regierung weiter an. Wenn wir in der Lage waren, 8 Jahre lang zu warten, bis sich die Regierung ändert, können wir noch weitere 8 oder 18 Jahre durchhalten und diese Demokratie festigen. Ich bin bereit, wenn sich die Lage unserer Demokratie, die Lage unserer Wirtschaft und unserer Freiheit verändert, so lange zu warten. Hauptsache, es wird nicht wieder schlechter. Heute sind nur etwa 30 Menschen zur Kundgebung gekommen. Oleg und Gennadi merken in diesen Tagen, dass es einfacher ist, eine Revolution anzuzetteln, als sie am Laufen zu halten. Aber sie wollen weiterkämpfen für ihre Idee von einem besseren Moldawien.